Liebe Freunde der gepflegten Bevölkerungsstatistik, heute am 3. November hat die Stadtverwaltung Dresden die Bevölkerungsstatistik für den Oktober ergänzt. Das ist relativ zeitnah. Die letzten Monate musste ich per Presseanfrage darauf hinweisen, die Statistik doch bitte mal zu aktualisieren, um den vergangenen Monat bzw. das vergangene Quartal. Das ist also heute am 3. November und damit dem zweiten Werktag recht zeitnah geschehen. Ich habe meine Änderung in der Tabelle nochmal rückgängig gemacht, um euch den Stand zum 6.10. zu zeigen. Heute haben wir, wie gesagt, den 3. November. Bis einschließlich November hat Dresden knapp 2300 Einwohner verloren, wohlgemerkt statistisch nach Melderegister, und das hat sich im Oktober ordentlich verändert. Ihr seht hier bis 09.2020 2290 minus, darunter 779 Frauen weniger und 1511 Männer weniger. Ich springe zur natürlichen Bevölkerungsbewegung hier unten und ihr seht, bis einschließlich September gab es 68 Geburten mehr, als es Sterbefälle gab. Und bei den Zu- und Vorzügen war es ein Minus von 2358. Und jetzt pflege ich wieder meine Veränderung ein mit Steuerung Y. Zack, 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 zack. Zack, und es geht weiter und weiter und weiter, und ich glaube, das sollte es gewesen sein. Ja, so, jetzt habe ich die Änderung wieder reingefügt und ihr seht also jetzt den aktuellen Stand bis einschließlich Oktober 2020. Das ist die untere Zeile. Ich habe also hier in dieser Zelle 4920 zu stehen. Und das ist die Summe der ersten drei Quartale plus Oktober. Bei den Mädels, bei den Frauen, gleiches Spiel, die ersten drei Quartale plus den Oktober. Und die Männer ergeben sich aus der Differenz zwischen Gesamt und Weiblich. Das gleiche habe ich bei den Gestorbenen gemacht, auch hier drei Quartale plus Oktober. Bei den Frauen ebenfalls, die Männer wiederum die Differenz zwischen beiden, und das ergibt inzwischen einen positiven Saldo zwischen Geburten und Sterbefällen von 143. Es hat sich also mehr als verdoppelt. Im Vergleich zu Januar bis September sind also im Oktober sehr viele Geburten dazugekommen, beziehungsweise Saldogeburten und Sterbefälle, und dabei will ich es bewenden lassen. Und tatsächlich die Gewinne bzw. ein Rückgang der Verluste lässt sich beim Wanderungssaldo sehen zwischen Zuwanderung und Abwanderung, Zu- und Vorzügen. Auch hier da oben die ersten drei Quartale plus der Oktober. Und wenn man sich das hier anguckt, knapp 6.000, 4.300, 7.500 jeweils pro Quartal und jetzt allein im Oktober 4081. Ich erkläre mir das damit, dass das Wintersemester begonnen hat und dass also sehr viele Studenten nach Dresden gezogen sind, um hier ihr Studium zu beginnen. Das ist allerdings eine Vermutung von mir. So, ihr seht also hier von irgendwie 2200 minus beim Wanderungssaldo ist die Differenz auf jetzt in Anführungszeichen nur noch minus 1229 zurückgegangen. Und jetzt gehe ich zur Summe, wo also sowohl die natürliche Bevölkerungsbewegung als auch die Wanderungsbewegung zusammengefasst sind. Und da lande ich jetzt also bei 1086 minus. Das bedeutet, im Melderegister sind im Vergleich zum 31. Dezember 2019 1086 Menschen weniger in Dresden gemeldet. So, länger will ich es nicht machen, das soll's gewesen sein.